Ja, hallo, wir sind heute bei der Firma Kuhlenbeck in Bad Rodenfelde. Wir wollen heute mal über das Thema Lackieren mit Stickstoff reden. Herr Müller, seit 2019, Dezember, haben Okay. Sie das Lackieren mit Stickstoff. Was waren denn, sind so die Vorteile als Unternehmer für Sie? Die Vorteile sind auf jeden Fall erstmal schon mal auf der wirtschaftlichen Seite. Aufgrund der wirklich gegebenen Einsparung am Material, die sich wirklich auch relativ schnell auswirkt. Dann daraus resultiert natürlich in der Kabine der Farbnebel, der definitiv weniger ist, weil mehr Material aufs Objekt appliziert wird. Trockenzeiten haben sich verkürzt, das ist ganz hervorragend. Staubeinschlüsse dementsprechend auch weniger und haben in der Nacharbeit definitiv weniger Zeit zu investieren. Also da ist Zeitersparnis noch mit drin und eben wie gesagt eine Materialeinsparung ist drin, die wirklich richtig gut ist. Und von daher ist das Investitionen auf jeden Fall in die Zukunft und wir sind da auf jeden Fall recht zufrieden mit und kann es jedem nur empfehlen, der im Lackierbetrieb arbeitet, sich ein so ein Gerät hinstellen. Amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit. Jetzt waren wir ja auch in den Zeiten von Corona. Wie hat sich das Ganze dann entwickelt? Also was kann man da sagen? Wir sind von den Umsatzzahlen, da haben wir nicht das Vorjahresniveau erreicht aufgrund von Corona, logischerweise. Wir haben aber bereinigt unten aufgrund, weil wir wirklich die passenden Investitionen getätigt haben, unter anderem auch das Gerät von der Firma Kamatec, haben wir unten ein fast gleiches Ergebnis rausbekommen, weil wir eben, wie gesagt, auf der Energieseite und auch auf der Materialseite Einsparungen hatten an mehreren Punkten. Und von daher sind wir 2020 gar nicht ganz so schlecht gefahren und sind jetzt gespannt, wie 21 läuft und freuen uns darauf, auf jeden Fall die nächsten Jahre mit diesem Gerät weiterzuarbeiten. Ah ja, okay. Herr Warnhorst, Sie als Lacklieferant waren natürlich auch von Anfang an mit an Bord. Wie standen Sie zur Einführung von Lackieren mit Stickstoff? Ja, ich muss erstmal vielleicht ein bisschen ausholen. Wulff als mittelständisches Handelsunternehmen, 1890 gegründet, 60 Jahre Erfahrung mit Standox, mit unseren Kunden. Was uns immer sehr wichtig ist und war, ist, dass wir versuchen, unseren Kunden im Markt die beste Position zu verschaffen, indem wir unterstützen mit Innovationen, mit wirtschaftlichem Arbeiten. Da haben wir auf der einen Seite natürlich Standox als Lacksystem, Standox Blue, Extrem Klarlack, Extrem Füller. Diese Dinge, die dann den Energieverbrauch reduzieren, die Material einsparen und somit auch zu kürzeren Prozesszeiten führen. Und da war natürlich Kamatec, als wir das gelesen und gehört haben, war natürlich eine super Idee. Noch kürzere Prozesszeiten, weniger Energie, weniger Materialverbrauch. Umgekehrt müsste man natürlich als Handelsunternehmen sagen, was machst du da? Du bringst dich um deinen eigenen Umsatz. Aber man muss das mittelfristige, langfristige Ziel sehen und daran sind wir interessiert. Wir leben von langjährigen Zusammenarbeiten mit unseren Kunden und das rührt natürlich daher, dass wir eben nicht nur darauf gucken, Material zu verkaufen, zu liefern und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sondern eben auch versuchen dafür zu sorgen, dass unsere Kunden gut aufgestellt sind am Markt, wettbewerbsfähig. Und das kann man mit diesem System eindeutig auch belegen. Nicht nur sagen, sondern belegen. Okay. Ja, okay. Wir hören auch immer wieder, was der Lackierer sagt. Ich gehe mir mal einen Druck runter, und da müsste ich doch eigentlich einen Farbtonunterschied haben. Wenn ich mit Luft runtergehe, habe ich auch einen Farbtonunterschied. Was können Sie dazu sagen? Das war natürlich der Punkt, wo wir und vor allen Dingen auch unsere Techniker, wir haben ja vier eigene Anwendungstechniker, auch zu Anfang sehr skeptisch waren. Denn es wird vom Lackhersteller 2 bar Spritzdruck wird vorgegeben. Wie kann das noch funktionieren, wenn die Farbtöne passen sollen? Aber sie haben uns erklärt, dass es durch das andere Trägermittel, durch Stickstoff, zu einem gleichmäßigeren Luftstrom kommt und das wurde dann auch bestätigt. Wir haben Selbstversuche gemacht. Wir haben dann die Einführungen begleitet, auch mit unseren Technikern. Und ich meine, das beste Resultat ist das Lob unserer Kunden, dass wir dazu geraten haben, dass wir das empfohlen haben. Und diese Ersparnis, die von uns genannt wurde, auch tatsächlich da ist. Ist aber nicht das Einzige.
Viele sprechen eben auch von besseren Lackierergebnissen, weniger Finish-Aufwand. Und die Farbtonproblematik hat sich bei keinem eingestellt. Wir haben inzwischen 8 Anlagen bei nennenswerten Kunden, 8 Systeme, die platziert sind. Und es ist nicht einer dabei gewesen, der irgendwann mal über ein zusätzliches Farbtonproblem, vielleicht ausgelöst durch Kammertick, gesprochen hat. Wir haben die Farbtonproblematik im Markt, wie Dino Müller vorhin auch schon mal gesagt hat. Die Hersteller muten den Reparaturbetrieben eine Menge zu, die Automobilhersteller. Das ist die Ursache. Nicht Kammertech, nicht das Lacksystem, sondern der Autohersteller. Und wenn man so wie ein moderner Betrieb heute aufgestellt sein sollte, arbeitet, sprich mit Spektrophotometer, mit dem Genius Farbton-Messgerät, die Farbtöne bestimmt, dann kommt man auch zu guten Ergebnissen. Dafür ist eine gute Vorbereitung erforderlich, dass man die Fläche gut aufpoliert, eine gute Farbtonmessung macht und dann entsprechend auch das sehr gute Lackierergebnis erzielt. Die Farbtonübereinstimmung natürlich in vielen Fällen nach wie vor auch mit Beilackieren, mit Einblenden. Da kommt man nicht dran vorbei, weil eben der Stoßfänger nicht zum Kotflügel passt. Gut, da kennt man natürlich seine Sorgenkinder. Man weiß dann, hier habe ich einen Dreischicht Mazda, Dreischicht Volkswagen, wo man auch konsequent sagt, okay, gehen wir hin und blenden wir von vornherein ein. Aber im Uni-Bereich, da sind wir mit einer, da sage ich ganz ehrlich, lehne ich mich mal aus dem Fenster, da haben wir eine 100%ige Trefferquote. Mhm. Das funktioniert. Im Zweischichtbereich haben wir da mit Sicherheit auch mal einen Ausriss, aber das ist nicht mehr. Und im Gegenteil, da würde ich mal sagen, das ist mit Hypergate besser geworden. Weniger Farbunterschiede, die da wirklich sich gegenüber dem alten Luftsystem da eingestellt haben. Also das ist ganz wunderbar. Das können wir nur so bestätigen, wie es Herr Badenhus gesagt hat. Das ist definitiv eine runde Sache. Naja, das ist doch interessant, es von beiden Seiten zu hören. Ich bedanke mich da bei Ihnen beiden natürlich für das interessante Gespräch und auf eine interessante und weitere Zusammenarbeit. Dankeschön. Dankeschön.